Willkommen bei einer neuen Folge von 4x4 Passion. Ich bin der Andreas von Matsch und Piste und heute reden wir über meine Land Rover Serie 2A. Meine Land Rover Serie 2A ist ein sogenannter Ex-Mod. Das steht für Ex-Ministry of Defense, also ein ehemaliges Militärfahrzeug. Es ist 1971 an das Militär ausgeliefert worden, kam dann nach Holland in das europäische Zentraldepot für die britische Rheinarmee und hat dann in der britischen Rheinarmee bis 1979 gedient und ist dann demilitarisiert worden. Warum fährt man so ein Auto, wo nichts dran und nichts drin ist? Es ist absolut spartanisch, weil es einfach eine Riesenfreude ist, ein purer Fahrspaß. Man merkt und spürt das Fahrzeug noch, keine Assistenzsysteme, nichts, was zwischen einem und der Straße ist, und das macht das zu einem unglaublichen Fahrerlebnis. Die Serie fährt sich sehr ursprünglich, man muss dort mit vielem zurechtkommen. Es ist laut, es stinkt, man ist ganz nah dran am Getriebe und am Motor. Wasser kommt rein, das ist beim Defender ja zum Teil auch noch so der Fall. Also mit diesen Dingen muss man klarkommen. Im Sommer ist man froh, wenn man fährt, weil der Auspuff von unten unglaublich heizt. Im Winter ist man froh, wenn man steht, dass von außen nicht die kalte Luft reinzieht. Mir persönlich gefällt es sogar sehr gut, so ursprünglich unterwegs zu sein und eben nicht den ganzen Komfort zu haben. Ich benutze den Wagen im Alltag. Es ist kein Restaurationsprojekt, sondern der muss sich seinen Unterhalt verdienen. Er transportiert für uns Split, er transportiert für uns Erde, Bäume, auch zum Urlaub benutzen wir das Auto. Wir haben bereits eine Reise mit dem Auto gemacht, 3.500 Kilometer in die italienischen Ostalpen, Berge rauf, Berge runter, Serpentinen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind sehr reduziert gefahren. Wir hatten nur die wesentlichen Sachen dabei. Zwei Stühle, Besteck, ein Kocher, eine Kühlbox und das war's. Selbst auf einen Tisch haben wir verzichtet. Da haben wir einfach die Heckklappe für benutzt. Und das war einer der schönsten Urlaube, die wir gemacht haben. Worin unterscheiden sich jetzt die Militär-Land Rover, die Ex-Mod, von den zivilen? Da wäre bei dem 109er Modell zunächst die Motorhaube. Das ist nicht die sogenannte Spaten-Motorhaube, die flach ist, sondern es ist die etwas aufwendigere, rundgeformte Motorhaube mit dem Reservereifen obendrauf. An den Schutzgittern, an den Kotflügeln, an den Glasblinker- und Standlichtgläsern. Und unter dem Fahrzeug gibt es auch noch zwei wesentliche Merkmale. Das ist die sogenannte Rahmenerhöhung. Die Blattfeder oder das Fahrzeug sitzt etwas höher, da die Blattfederaufhängungen etwas länger sind. Hinten sind das längere Scheckel, an denen die Blattfeder dran ist. Und ein weiteres Merkmal sind die Ledermanschetten an den sogenannten Swivels, also an der Lenkung. Das sind diese Ledermanschetten, auch ein typisches Merkmal für ein ehemaliges britisches Militärfahrzeug. Die britischen Militärserie 2A-Fahrzeuge waren mit einem Ölkühler ausgestattet. Ein unschöner Effekt bei dieser Geschichte ist, dass der Wagen im Standgas schon mal jaulen kann. Das ist nichts Schlimmes, es nervt halt nur. Wenn man das dann ein bisschen am Standgas regelt, kann man dieses Jaulen abstellen. Das nächste sind die Spiegel an den Türen. Bei der Serie 2 waren sie normalerweise auf den Wings, auf den Kotflügeln angebracht. Militärfahrzeuge haben sie an den, zumindest in den späten Jahren, an der Tür. Hinten am Fahrzeug kann man noch die alten Löcher für die Steckdosen sehen. Die Hecktraverse ist leider nicht mehr die militärische. Der Motor, den wir hier sehen, das ist der 2¼-Liter Benzinmotor, den gibt es auch als Diesel. Das war die Brot- und Buttermaschine von Land Rover. Sehr einfach aufgebaut. Wie man sieht, noch aus alten Zeiten, die Entlüftung des Motors einfach in die Atmosphäre. Das wäre heute nicht mehr machbar. Und wir haben hier ein Ölbad-Luftfilter. Das heißt, die Luft wird über einen Ölteppich gezogen und so werden die Staubpartikel aus der Luft herausgefiltert. Die ganze Technik ist sehr einfach. Eine Besonderheit bei den Militärmodellen ist, dass es bereits 4 Sicherungen anstatt 2 Sicherungen gibt. Ich würde allerdings jedem empfehlen, sich die Elektrik genau anzuschauen,
weitere Sicherungen einzubauen, da viele Stromkreise überhaupt nicht abgesichert sind, was eine Brandgefahr bedeutet. Was habe ich jetzt hier an diesem Motor gemacht? Zum einen hat er einen neuen Vergaser bekommen. Viele fahren den Weber-Vergaser auf der Serie, der einen etwas engeren Durchmesser hat und dadurch im Winter gerne einfriert. Das ist jetzt ein Nachbau des originalen Zenit-Vergasers. Ich habe eine neue Zündspule eingebaut. Eine Sache, die ich bei dem Fahrzeug auch noch umgebaut habe, die mir wichtig war, das ist die Sicherheit betreffend, ist die Umrüstung von einer Einkreisbremsanlage auf eine Zweikreisbremsanlage. Das Fahrzeug ist original ohne Bremskraftverstärker mit einer Einkreisanlage ausgeliefert worden. Bei dieser Einkreisbremsanlage, wenn die eine Leckage hat, hat man auf allen vier Rädern keine Bremskraft mehr. So etwas Ähnliches ist mir mal passiert. Es war nicht die Bremsanlage schuld, aber ich hatte keine Bremskraft mehr. Da habe ich mich dann entschieden, auf ein Zweikreisbremssystem umzurüsten, wie das im Nachfolgemodell der Serie 3 der Fall war. Dazu waren einige Maßnahmen nötig. Zum einen kam ein Bremskraftverstärker rein. Das ist der Original Lukas Bremskraftverstärker. Es kam ein anderes Reservoir dazu und ein anderer Hauptbremszylinder mit zwei Abgängen. Über dieses Reservoir, da ist eine Trennwand drin, ist sichergestellt, dass beide Bremskreise mit Bremsflüssigkeit versorgt werden. Ein Problem, was diese Serien im Sommer gerne haben, ist die Gasblasenbildung in der Spritleitung. Die Spritleitung geht einmal hier durch den heißen Motor und teilweise auch über den heißen Auspuff. Da bilden sich Gasblasen und das führt im Sommer zu Aussetzern. Ich habe auch diese Aussetzer und habe deshalb vor, jetzt in Kürze einen Gasabscheider einzubauen. Das ist sowas wie ein Filter mit einem Eingang und einem Ausgang, wo das Gas einfach nach oben austreten kann und dann nicht mehr den Vergaser erreicht, sondern über eine Rückleitung geführt wird, so dass im Vergaser also wirklich nur das Benzin ankommt und nicht mehr das Gas, was letztendlich zum Stottern des Motors führt. Jetzt wird auch klar, warum man hier von spartanisch spricht, wenn man sich mal das Cockpit anguckt. Typisch bis zur Serie 2A lagen die Instrumente in der Mitte. Mit der Serie 3 sind die Instrumente vor den Fahrer gewandert. Und das, was hier alles noch in Blech ausgekleidet ist, ist dann bei der Serie 3 auch schon Plastik, Kunststoff, mit auch ein Grund, warum die Serie 2, 2A so beliebt ist. Die Militärfahrzeuge haben einen 6-fach Lichtschalter gehabt, so wie in der NATO üblich. Auch typisch für Militärfahrzeuge ist die Öltemperaturanzeige. Bei normalen Seriefahrzeugen sitzt dann hier die Ladeleuchte. Die Ladeleuchte ist deshalb hier in die Mitte gewandert. Weiterhin haben die Militärfahrzeuge eine Kartenleselampe, wir haben eine Blinkeranzeige, wir haben einen Heizlüfter mit zwei Stufen, der elektrisch funktioniert, wir haben einen Scheibenwischer, einen Starter, wer es noch kennt, einen Schock für einen Benzinmotor, um ihn im kalten Wetter starten zu können. Hier drehe ich den Tachometer zurück. Ja, und dann auch typisch für militärisch, ich kann die Beleuchtung der Instrumente separat ein- und ausschalten. Die Serie 2 und die Serie 2A ist mit einem Vierganggetriebe, das sogenannte LT76, LT steht für Leyland Transmission, ausgerüstet gewesen. Wie gesagt, vier Gänge, die mit dem Hauptschalthebel geschaltet werden. Sehr schwammig, aber man kommt nach kurzer Zeit damit klar. Und die Serie hatte einen zuschaltbaren Allradantrieb, der wie folgt geschaltet werden konnte. In der hohen Gangzahl, also ohne Untersetzung, hat man einfach den gelben Hebel heruntergedrückt und dann fuhr das Fahrzeug im Allrad. Wenn man den Allrad wieder rausnehmen wollte, musste man einmal die Untersetzung einlegen und wieder in den hohen Gang gehen. Jetzt war man wieder im Heckantrieb unterwegs. Möchte man mit der Untersetzung fahren, war auch automatisch immer der Allrad zugeschaltet. Dazu musste man einfach den Hebel nach hinten ziehen. Jetzt ist man in der Untersetzung, das heißt, das Fahrzeug ist langsamer, aber auch kraftvoller und fährt im Allradantrieb. Dann lassen wir das Schätzchen jetzt mal an. Gefühlt ist der Wendekreis eines Flugzeugträgers kleiner. Dafür hat der Flugzeugträger kein Allrad.
Das Fahrzeug ist kein Rechtslenker, weil es zur britischen Rheinarmee gehörte. Die Fahrzeuge, die der britischen Rheinarmee zugeteilt wurden, nennt sich auch BAOR, British Army of the Rhine, waren allesamt Linkslenker. Die Blattfederung ist sehr hart. Über unebene Strecken kann man im Grunde genommen nur sehr langsam fahren. Wenn ihr euch so eine Serie kaufen wollt und es euch auf das Originale ankommt, die Originalität wichtig ist, dann informiert euch gut vorher oder nehmt jemanden mit, der sich damit auskennt, weil die Fahrzeuge natürlich jetzt sehr lange schon in Betrieb sind. Nicht alle Teile sind mehr verfügbar. Vieles ist zwischen den einzelnen Modellreihen austauschbar, sodass die Originalität doch verloren gehen kann. Zum Teil hat man 2, 3 verschiedene Generationen in den Fahrzeugen. Auch der hat nicht mehr den Originalmotor drin, sondern einen aus dem Lightweight, also eine abgespeckte Militärversion der Serie. Worauf ihr achten solltet, ist der Zustand des Rahmens. Rost muss etwas geschweißt werden, ist ja schon geschweißt worden. Wie sieht der Motor aus? Das Getriebe ist konstruktiv nicht ganz dicht zu bekommen. Das heißt, das wird immer etwas ölfeucht sein. Beim Motor das Gleiche. Die Technologie war damals einfach noch nicht so weit. Als Beispiel der Kardanwellen-Simmering. Das ist ein offener Simmering, da kommt immer etwas Öl raus. Also wenn die Fahrzeuge leicht ölfeucht sind, dann ist das schon in Ordnung. Wirklich trocken wird man keinen bekommen. Und ansonsten, wie gesagt, das Wesentliche ist der Rost an der Spritzwand. Die sollte man sich angucken. Den Rahmen sollte man sich angucken, die Hecktraverse sollte man sich angucken. Das sind zwar alles Dinge, die man reparieren kann, aber man muss sich halt darüber informieren, was das kostet. Ist ein Fahrzeug in einem besseren Zustand? Ist er eben teurer? Ist er in einem schlechteren Zustand? Wird das Geld für die Reparaturen fällig werden? Wenn du dich für so eine Serie interessierst, musst du auch wissen, worauf du dich einlässt. Das ist ein Fahrzeug, um das man sich kümmern muss, nachdem man schauen muss. Es hat ein gewisses Alter. Bisher hat dieses Fahrzeug noch nicht so viel Pflege benötigt. Ich habe anfangs sehr viel reingesteckt, als ich mir alles einmal angeschaut habe, um mir ein Bild von dem Fahrzeug zu machen. Aber seitdem funktioniert sie sehr gut. Das muss so nicht sein. Ich empfehle also auf jeden Fall Schrauberkenntnisse und Schrauberfähigkeiten. Die helfen einem auch, wenn man unterwegs ist. Und mein zweiter Tipp ist, eine gute Werkstatt zu finden, die sich mit diesen Fahrzeugen auskennt. Und er muss gefahren werden. Das Auto ist nichts für das Stehen in der Garage. Ich glaube, es gibt am Ende nur 2 Möglichkeiten. Ihr könnt mit diesem Auto überhaupt nichts anfangen. Ihr hasst es vielleicht sogar. Ihr wollt auf gar keinen Fall eins haben. Oder ihr seid genauso begeistert. In diese beiden Gruppen teilen sich eigentlich die Leute ein. Für mich ist das aber das Symbol für das, was Land Rover einmal gewesen ist. Ja, vielen Dank, dass ihr bei der Folge von 4x4 Passion zugeguckt habt. Wir fahren jetzt mit dem Fahrzeug nach Hause und euch wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.